Im Rahmen einer kleinen Feier wurden vergangene Woche drei Ischler Stadtführerinnen vom Tourismusverband Bad Ischl geehrt. Lucia Gamsjäger, Brigitte Leitner und Helga Pehr sind seit 20 Jahren für Bad Ischl und das Salzkammergut als Austria-Guides unterwegs. Wie war denn das vor 20 Jahren? Wie ist man zu dem Beruf der Stadtführerin sozusagen gekommen? Also in meinem Fall war das so, da muss ich ein bisschen ausholen, meine Schwiegermutter hat in Hallstatt Ortsführungen gemacht. Und da sind einmal italienische Journalisten nach Hallstatt gekommen und ich kann schon seit langem ziemlich gut Italienisch. Und da haben sie mich angerufen und gesagt, kannst du nicht irgendwas denen erzählen auf Italienisch, du kannst eh Italienisch, das passt schon. Da denke ich mir, ja, okay, kann ich schon, aber in Hallstatt und mit der Geschichte kenne ich mich nicht so wirklich aus. Naja, dann habe ich mich da ein bisschen eingetigert, habe das gemacht und dann bin ich auch vom inneren Salzkammergut ein paar Mal nach Italien geschickt worden, zu messen und so weiter. Und so ist das ganze Interesse dann gewachsen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das als Beruf mache. Das heißt, ich habe dann die Ausbildung zum Austria-Guide gemacht. Das heißt, es ist so, laut Gewerbeordnung muss man ja, wenn man Orts- oder Stadtführungen macht, eine Ausbildung und eine Prüfung haben. Das habe ich dann in Linz gemacht. Also wir drei haben das gemeinsam gemacht und so ist das Ganze entstanden. Eigentlich durch mein Zugang zum Beruf war die italienische Sprache. Ja, ich persönlich habe in der Kaiservilla gearbeitet und mir war das dann zu wenig, immer nur derselbe Stoff. Und so haben wir uns dann erkundigt, dass es in Linz einen Kurs geben wird. Ich bin als Reiseleiterin für einen großen deutschen Anbieter unterwegs gewesen und wie ich zurück heimgekommen bin, habe ich gesagt, nein, ich will jetzt da mehr machen und so habe ich mit der Ausbildung angefangen. Für mich ist es auf jeden Fall der beste Schritt in der Richtung gewesen und mir hat nichts Besseres passieren können. Welche Eigenschaften muss man denn mitbringen, dass man da gut aufgekommen ist in deinem Beruf und dass man, ja, so wie Sie sagen, mir hätte nichts Besseres passieren können? Man muss das mögen, dass man mit Leuten und zwar jeden Tag mit unterschiedlichen Leuten beieinander ist. Man muss diese Freude dran haben, seine eigene Heimat herzuzeigen, besonders das Heimatmäßige, also das Salzkammergut. Ich bin stolz darauf, dass ich da geboren bin und aufgewachsen bin und das weiter zu transportieren ist natürlich super. Das ist das, worum es eigentlich geht. Alles andere sind Sachen, die man lernen muss, die man lernen kann. Man muss betriebswirtschaftlich was machen, man muss von der Kunstgeschichte was machen und. Also da kommt schon viel. Aber schlussendlich ist es die Basis für das, dass man mit Leuten zu tun hat und die Schönheit unserer Salzkammergut herzuhören kann. Das ist das Beste drauf. Ja, die Stadtführerinnen von Bad Ischl repräsentieren ja sozusagen Bad Ischl bei den Bad Ischler Gästen. Wie wichtig ist da Kompetenz und Freundlichkeit oder was muss eine Stadtführerin mitbringen? Ja, das ist ganz wichtig, weil die Stadtführerinnen, wie du richtig sagst, sind an der Front und die müssen alle Fragen der Gäste und alle Interessen beantworten, müssen sie vorausschauend schon mal irgendwo verstehen, was die wissen wollen und das möglicherweise in Fremdsprache. Also das ist eine nicht einfache Situation, in der die Stadtführerinnen sind und wir sind wirklich froh in Ischl, dass wir so viele, so gut ausgebildete Stadtführerinnen haben. Welche Eigenschaften muss man denn mitbringen, dass man in dem Beruf gut aufgehoben ist und dass es sozusagen auch nach 20 Jahren noch der Traumberuf ist? Man muss sein Land lieben, man muss überzeugt sein, dass wir im Paradies der Erde leben. Man muss Menschen mögen, man muss auf sie eingehen können, man muss Geduld haben. Und es sollen die Gäste spüren, dass das einfach Freude macht, ihnen die Heimat zeigen zu können. Ja, ich darf da mal sagen, einfach der Umgang mit den Leuten ist wichtig. Welche Eigenschaften bringen denn die Bad Ischler Stadtführerinnen mit? Also Leidenschaft auf alle Fälle für Bad Ischl, dann wirkliche Kompetenz für diese komplizierte Geschichte des Hauses Habsburg und der Stadt Bad Ischl, wo eben jeder, der Rang und Namen gehabt hat, damals in der Kaiserzeit natürlich nach Ischl gekommen ist. Und das alles zu beherrschen und oft so Querverbindungen herzustellen. Und dann zu der englische Gast, den interessiert natürlich, wann die englische Königin da war. Der französische Gast möchte wissen, ob ein französischer Botschafter gekommen ist und was es für Beziehungen zu Frankreich gegeben hat. Und da muss ich sagen, bin ich immer wieder fasziniert, dass sie das alles gut hinkriegen und wirklich tolle Antworten geben können. Wenn man jetzt 20 Jahre zurückblickt, würden Sie den Weg immer wieder so einschlagen? Ist das der Traumberuf, so wie ich es vorher gesagt habe? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ist sozusagen der Traumberuf? Immer noch, ja. Ich möchte keinen anderen.